Hi Leute, Hubertus hier von Fishing King. Also, ich muss ein bisschen leiser reden, weil wir sind hier schon in der Schlange, sitzen gerade am Flughafen und ich bin zusammen mit dem Herrn Willenbruch unterwegs nach China. Herr Willenbruch ist der Mitinhaber von Fisherman's Partner, Diver Komoran Gründer, ne, kann man so sagen. Und das stimmt schon. Das stimmt schon. Und seit 25 Jahren schon in China unterwegs, auch am Produzieren. Ne? Einer der ersten, der dort war, ja. Ja. Richtig. So, und der hat auch viele Innovationen sogar mit nach Deutschland gebracht. Aber da werden wir später mal drüber sprechen, bei einem Abendessen in China. Ne? Wir arbeiten sehr eng zusammen, machen viele gemeinsame Projekte, auch im Zusammenhang mit Fishing King. Und der Herr Willenbruch hatte eine richtig gute Idee, meinte, Mensch, Herr Massong, lass uns doch mal nach China fahren und mal eine Tutorial, eine Videoreihe darüber machen, wie werden überhaupt Ruten produziert, worauf kommt es bei guten Ruten an, wie werden Rollen gebaut, wo werden die produziert, um einfach mal Licht ins Dunkle zu bringen, gerade für Anfänger draußen, gerade für diejenigen von euch, die noch nicht lange beim Angeln sind, dass ihr einfach mal versteht, worauf kommt es eigentlich an, wie wird das Ganze gebaut, so ein Blick hinter die Kulissen. Ja, ich werde versuchen auch mal, wenn es möglich ist, angeln zu gehen. Ich habe heute noch eine Reiseroute organisiert, die Black Pearl von Sportex. Und so gerade organisiert bekommen, noch eine Rolle und Schnur und so weiter, sodass, falls sich die Chance ergibt, ne, Sie haben gesagt, vielleicht, wenn wir auf der Messe sind, dann werde ich euch natürlich auch mal zeigen, wie die Fischerei dort ist. Aber ansonsten liegt der Fokus schon darauf, China zu erkunden. Wir besuchen Fabriken und so weiter. Ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir steigen gleich ein. Ja, und nicht vergessen, was ganz wichtig ist, ja. Wir essen chinesisch, typisch chinesisch. Und zeigen wir euch auch, wie das aussieht. Okay, bis dann. Wir sind jetzt im Flieger angekommen, sicher. Angeschnallt. Angeschnallt. Sitzen hier schön in der Business Premium Klasse. Nein, nicht Business, nee. Economy, aber Premium. Economy. Welcome. Welcome Drink haben wir schon bekommen. Leckeren Orangensaft mit Basilikum drin. Und das Ganze sieht so aus. Wir haben sogar Spiele hier. Fernbedienung, Filme gucken, Spiele spielen. Ja. Volles Programm. Viel Beinfreiheit, endlich mal. Ne? Alles, was man sich wünschen kann. Ist auf jeden Fall besser als die Billigflieger nach Spanien, die ich so gewohnt bin aus diesem Jahr. Da waren wir nämlich immer schön eingeklemmt. So, 9,5 Stunden fliegen wir jetzt, ne? 9,5 Stunden, ja. So, wir haben 19.20 Uhr und um wie viel Uhr kommen wir an? Um 10.30 Uhr, dortige Zeit. Mhm. 6 Stunden Zeitunterschied. Ne? Und Sie werden gleich erstmal schlafen, ne? Ja, erstmal werde ich essen und ja, dann werde ich schlafen. Ja. Okay. Wir steigen um in Peking, haben 2 Stunden Aufenthalt, müssen das Gepäck entgegennehmen, neu einchecken und dann müssen wir uns ein bisschen beeilen, aber wird schon klappen. Ah, wir fliegen von Peking aus weiter. Ja. Wohin? Nach Weihai. Nach Weihai. Weihai ist das Angelcenter in China, wo die meisten Routenfabriken sind. Eine Routenfabrik hat vor 25 Jahren begonnen. Heute sind über 100 Fabriken in diesem Ort. Und das ist auch das ganze Know-how, ne? In China dort, in Weihai, ne? Für Angelrouten ja, für Angelrollen in einem anderen Ort. Das ist Ningbo, aber das sehen wir später. Da fahren wir auch noch hin, ne? Da kommen wir auch hin, ja. Also es wird eine richtige Rundreise, Leute. Also ihr seht nicht nur Peking oder Weihai, sondern ihr seht halb China. Ne? Naja. Ein bisschen. 10%. Ja. Ja, und wir werden jetzt hier abgeholt und wo geht's jetzt hin? Nach Weihai. Weihai, erstmal an den Strand, ne? Angeln. Nein, ins Büro arbeiten. So, genau, wir fahren jetzt erstmal schön ins Hotel. Wir sind hier, also der erste Blick, China. Zum ersten Mal stehe auf chinesischem Boden. Sieht noch nicht so nach typischem China aus, ne? Aber es kommt noch, oder? Nein, wenn Sie das Auto sehen, erst recht nicht. Das ist ein Mercedes, ne? Okay, ich muss mal wieder mit anpacken.
Können Sie den Smog noch aushalten, Herr Wellenbruch? Ich mache einen Mundschutz. Ne? Das ist echt hart. So, wir haben die ersten Angler gesichtet. Ich bin schon neugierig, aber die sagen wohl, dass sie hier wohl nur kleine Fische fangen, vom Ufer aus. Ich glaube sogar, die haben da einen kleinen Fisch. Hallo. Also, zwei Fische wurden wohl schon gefangen. Mal direkt mal gucken, was es ist. Hallo. Hallo. Hi. You catched? Ja. Da sind die Fische, die ersten. Ich vermute mal, das sind Barsche. Ja, also, das ist ein Barsch. So, angekommen im Hotel. Erstmal kurz einen Hotelcheck. Ja, sieht schon mal ziemlich gut aus hier. Schön eine Badewanne mitten im Raum. Toilette mit, ja, quasi schön Glas davor. Also wenn man hier zu zweit ist, ist hier nicht viel mit Intimsphäre. Aber wenn wir jeder unser eigenes Zimmer. Ah ne, hier kann man Vorhang vormachen. Sehr gut. Muss man aber nicht. Also, cooles Hotelzimmer. Ich bin extrem fertig, weil ich die Nacht gar nicht geschlafen habe, plus Jetlag. Aber wir treffen uns um 6:30 jetzt unten. Also ich habe jetzt 1,5 Stunden Zeit, ein bisschen zu entspannen. Kurz mal E-Mails checken und so weiter. Einen Facebook-Post machen und 20 Minuten schlafen und duschen gehen. Und jetzt gucken wir mal, wie der Ausblick hier ist. Boah. Boah. Wahnsinn, da kriegt man Angst, wenn man hier runterguckt. So kann man leben, oder? Also, bis später, Freunde. Schönen guten Morgen zusammen. Ja, schönen guten Morgen, alle, die uns sehen können. Ja, also wir haben jetzt Tag 2. Ne? Ah ja, eigentlich der Tag 1, weil der gestrige war ja nur das Essen und das zählt ja nicht als Arbeitstag, oder? Ja, genau. Aber das ist ja hier auch arbeiten, essen, connecten, Spaß haben, ne? Ja, okay. So, also gestern Abend waren wir noch essen, das haben wir jetzt nicht mitgefilmt, weil das war koreanisch, das war, der Tisch war voll mit verschiedenen Sachen, war lecker, ne? Aber jetzt nicht speziell chinesisch, typisch chinesisch oder so, das, ne? Typische Chinesische kommt dann später. Genau. Heute Morgen haben wir gefrühstückt noch schön, Nudelsuppe. Sie hatten Hundenase, ne? Ich habe Katzenpfoten gegessen. Ja. Klassiker hier. Ne, Spaß. Außer auch ganz normal. Wir haben Eier gegessen, Kaffee getrunken und ein paar Feinheiten gab es. Das Frühstück, ja. Mhm, ne? So, und jetzt sind wir auf dem Weg in die Fabrik. Wohin genau, Herr Wilbo? Chungfu, das ist eine Rutenfabrik, die auch für uns Routen macht. Und dort haben wir auch die Möglichkeit, die Herstellung der Routen zu filmen. Das heißt, was wir dann machen wollen. Genau, dort wird gleich das erste Tutorial entstehen. Das könnt ihr entweder jetzt schon auf dem Kanal sehen. Schaut mal, ob wir das schon da haben. Dann müsstet ihr das auch schon wissen oder sehen können. Ansonsten kommt das in den nächsten Tagen. Tutorial, wie werden Routen gebaut, worauf kommst du an. Deswegen sind wir nämlich hier, für ein paar schöne Tutorials zu machen. Also, bis später. Auf geht's. So, wir sind jetzt an der Fabrik angekommen. Zuerst an der falschen. Jetzt gehen wir zur richtigen, ne? Ja. Und jetzt werden wir gleich die Tore der Fabrik betreten und euch zeigen, wie man Routen baut. Und das seht ihr, wie gesagt, im Tutorial.